Bowser ist besiegt, Prinzessin Peach gerettet und die 8 Welten zu 100% erkundet. Fertig sind wir mit dem Spiel jedoch noch nicht. Es gibt noch eine geheime 9. Welt. Diese nennt sich Superstar Boulevard. Da kommen nur die ganz, ganz harten rein, denn diese Welt beinhaltet die schwierigsten Level des Spiels. Doch wie schwer sie wirklich sind, das finden wir heraus. Superstar Boulevard 1. Knochenbahn gen Himmel. Auch das wird sich also... Yes! In naher Zukunft... Oh! Komplett klären, Alter! Was zur Hölle? Ich habe nichts mehr gesehen. Doch nicht so zu sein. Da ist die dritte Zarkon. Ich hab sie! Ich hab sie! Alles gut. Alles wunderbar. Oh, Alter, das war haarscharf. Da hätte man springen müssen. Oh, wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Boah, jetzt müssen wir erstmal weiterlaufen, bitte. Ja. Das erinnert mich an eine Real-Life-Story, die sich gestern zugetragen hat. Nur statt weiterlaufen, bitte, weiterfahren, bitte. Oh Gott, das war... ja, dann sollte ich gleich jetzt nicht über Random-Themen sprechen. Das Level sieht nicht einfach aus. Hier ist Konzentration gefragt. Oh, shit. Die Starcon ist ja assi. Immer weiter. Oh, come on. Da waren so viele Koopa und du springst auch ernsthaft noch dazwischen. Gibt's doch gar nicht. Doch. Bei Roller. Ah, Starcoin Nummer 2 braucht auch ein gutes Timing. Haben wir. WTF. Alter. What? Yo, ist klar. Ja, moin. In der Tat, lohnt sich hier der Propellerhead. Oh, das gibt keinen Checkpoint. Really? Bis zur zweiten Starcon ist das Ganze noch relativ einfach. Oh Gott, what the f... Bis zur zweiten Starcon ist das Ganze noch relativ einfach. Oh. Oh, ja. Ja. Here we go. Ja, es triggert mich und es wird mich ja, glaube ich, noch weiter triggern. Was eine Scheiße, ey. Fuck. Auf den ersten draufspringen, ja, das könnte die Lösung sein, Freunde. Wobei, haben wir jetzt nicht schon wieder zu viel Zeit verloren? Weißt du was, leck mich am Arsch. Dann laufe ich halt in die Koopa rein. Okay! Ist ja auch irgendwo wurscht. Weil wir eh zu 99% nur dann sterben, wenn der P-Switch nicht mehr funktioniert. Oh Mann. Spring nicht so hoch, das kostet alles Zeit. Machen wir alles besser als beim ersten Versuch. Darf doch nicht wahr sein. Jetzt nehme ich mal jemand anderes, kein Bock mehr. Kann ich nicht mehr sehen, Luigi. Komm, Mario, du regelst das jetzt, First Try. Dein Bruder ist daran verreckt, aber du schaffst das. Was? Was kann ich dafür, wenn der so kacke fliegt? Der fliegt mit Absicht so hoch. Wir müssen nur diesen einen Moment erwischen. Dieser eine Moment, der alles ändert. Und den Paracooper im richtigen Moment killen. Passt das jetzt so? Nee, eher nicht. Oder? Oder? Doch. Neuer Rekord, come on. Ja, natürlich war das direkt vom Ziel. Das ist die finale Falle vor dem Ziel. Das hat man einfach gespürt. Ich bin trotzdem sauer jetzt, ey. Mann! Superstar Boulevard 3 auf der Flucht. Ich würde mal sagen, das ist das Wasserlevel. Das wiederum heißt, wir schnappen uns jetzt mal den Pinguinanzug. Ui, süß. Pinguin-Toad. Oh, shit. Deswegen heißt das auf der Flucht. Wir werden von so einem riesen Oschi-Fisch verfolgt. Excuse me, what the f***? Was ist das denn? Ich bleib kurz hängen, verliere nicht nur den Pinguinanzug, sondern einfach alles auf einmal. Dann machen wir es eben ohne Pinguinanzug, ist vielleicht auch nicht verkehrt, weil ansonsten hätten wieder alle rumgeheult, so von wegen, du machst das Level zu einfach. Gott. Oh Gott, mach mir, hallo? Was ist das denn hier? Kann man den, nein. Bruder. Jetzt komm runter. Sonst endet das hier in einer Katastrophe, okay? Das gibt's doch nicht! Doch!
Super. Muss ich jetzt auf ihn hoffen, dass er mir den Weg frei macht? Ja, geil. Das ist ja so, wie wenn ich mich auf die deutschen Politiker verlasse. Oh, wait. Das Internet ist für uns alle Neuland. Yes. Ah, Starcoin Nummer 2, gib her. Was ist das? Es hat mich heute sämtlicher Skill verlassen. Es ist unfassbar. Komm, am besten lief's noch mit Mario. Mario, you are my hero. Please, help me. Help me. Wirklich, ich brauche deine Hilfe. Scheiße, Mann. Es ist ja nicht nur die Verfolgung. Die Igloos, die Cheep Cheeps, die Münzen, einfach alles. Da gehe ich jetzt auch kurz Risiko ein, weil ich brauche die Blume. Holy shit. Ja, geil. Ich muss hier eigentlich warten. Ja, genau. Ich muss warten, bis die Starcoin kommt. Ich muss halt ernsthaft warten. Ja, und ich habe mir natürlich wieder die beste Stelle ausgesucht, um nach unten runter zu schwimmen. Ey, ich bin so dumm. Bin so dumm, Alter. Ich krieg's nicht geschissen, Leute. Ich krieg's einfach nicht geschissen, Leute. Das ist unglaublich. Komplette Katastrophe. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Ich kann zurück und mir eine Blume holen. Aber mach du mir doch erstmal den Weg frei. Ich kann mir eine Blume holen, sagte ich. Aha. Ja, moin. Es gab keinen Ausweg mehr aus der Situation. Und ich komme auch nicht an diese verfickten Tauchhäuser ran. Und das erste ist schon verwendet worden für diesen Pinguinanzug, den wir nach 5 Sekunden verloren haben. Es geht weiter mit der Fehlerei. Gib mir jetzt die Starcoin. Okay. Gechillt bleiben. Die Blume bleibt da an Ort und Stelle. Das ist der Unterschied zu vorher. Jetzt haben wir sie schon aktiviert. Oh, Bruder. Ja. Und ich werde immer noch verfolgt von nicht nur einem Fisch, sondern von 23 mittlerweile. Oh mein Gott, das ist doch nicht normal, Alter. Als hätte ich irgendwie Cannabis in meiner Tasche. Und da ist letztes Starcoin. Aber ich kann sie mir jetzt nicht holen, sonst bin ich tot. Verpiss dich, du blödes Arschloch. Verpiss dich, Mann. Bruder? Ja! Was zur Hölle. Und wir sind noch immer nicht fertig für heute. Hammerhöhle. So, das müsste jetzt das Eislevel sein. Was geht hier ab? Schön wäre auch, etwas weniger zu failen. Allerdings, wenn man sich den bisherigen Skill so anschaut. By the way, Flughörnchen ist hier Lebensrettung. Da. Mhm. Es gibt keine Checkpoints. Wir dürfen nichts versauen. Ach du Scheiße, habt ihr das gerade gesehen? Die Starcoin da drüben, die kriegst du ja auch nur, wenn du fliegen kannst. Oh yes. Aber wie gesagt, du sollst es ja machen. Du kommst ja ohne nicht an die Starcoins ran. Oh yeah. Damit haben wir die Hälfte der Star Road geschafft. Zwischen Fail und Fail mal wieder. Im nächsten Part wird sich das Ganze auf seinen Höhepunkt zu bewegen. Help me, please.